Servus Leute, für die, wo es noch nicht wissen, ich bin der Blecher Alex. Ich bin ein Kunsthandwerker, ein Metallhandwerker aus dem Ostallgäu, aus Huttenwangen in der Nähe von Aitern. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der 31. Januar und nach 26 Jahren Monteurstätigkeit verabschiede ich mich jetzt ab morgen, dem 1.2.21. passend zu meinem 46. Geburtstag in die Selbstständigkeit. Und dieser Schritt, den muss ich euch erklären, der war extrem wichtig. Denn für die, die mich kennen, die wissen das, ich habe das alles, was ich jetzt mache, was ich aufgebaut habe, in Nebentätigkeit ausgeübt zu meinem Hauptjob. Ich habe seit 26 Jahren betreue ich die Lebensmittelindustrie. Und ich muss jetzt einfach die Entscheidung treffen. Will ich weiterhin leicht Geld verdienen oder will ich glaubhaft sein? Und ich möchte glaubhaft sein. Denn ich habe so viel erlebt, die Generation vor mir haben es wahrscheinlich auch erlebt. Den Umschwung, was jetzt passiert, Automatisierung und so weiter, das geht extrem schnell. Und ich dramatisiere da auch nicht, das ist Tatsache. Es heißt immer zum Wohle der Menschen, ich habe das anders erlebt. Sondern es geht um das schnelle Produzieren, um das billige Produzieren. Und wir haben es alle selber in der Hand, ob wir da mitmachen oder nicht. Guckt euch mal die Städte an, die sind fast leer. Warum sind die fast leer? Weil wir Waren irgendwo bei einem Discounter, was weiß ich, bestellen und vielleicht sind die schon 5 Stunden später vor der Haustür. Überlegt mal, das kann eine Zukunft sein. Also ich möchte mich davon ganz klar abgrenzen und will der Gegenpol dazu sein. Ich vertreibe ehrliches Handwerk. Mein Schwerpunkt sind natürlich Messer und alles, was sie umgibt. Also vom Schleifen, also wenn ich Messer baue, kann ich natürlich auch Messer schleifen. Das soll ein großer Standpunkt von mir sein, neben meinen Schmiedekursen. Ihr könnt mit mir unter meiner Hilfe euer eigenes Messer herstellen. Nach überlieferten Techniken, in ehrlicher Handarbeit und zwar ausschließlich in Handarbeit. Das ist mir extrem wichtig. Ihr könnt bei mir euer Wunschmesser konfigurieren. Das heißt, ihr sagt, welche Materialien ihr haben wollt und ich stelle euch das Messer her. Zusätzlich habe ich Umbauen von Messern natürlich, Restaurierung von Messern, Reparaturen. Zum Beispiel hier hat einer ein Messer, eine Klinge selber gemacht und möchte nur einen ordentlichen Griff dafür gemacht haben. Sowas mache ich natürlich auch. Oder ich restauriere Messer, zum Beispiel kann ich euch hier einer der vielen Säbel zeigen, die meine Werkstatt durchlaufen. Das sind Säbel, Offizierssäbel. Ne, da restauriere ich die Klinge, poliere ein bisschen alles auf Vordermann bringen, die Lederscheide wird erneuert. Sehr schöne Arbeit. Mein Schwerpunkt sind natürlich die historischen Stähle. Ich habe auch herkömmliche Stähle. Aber Schwerpunkt wird sein, meine historischen Stähle, vorwiegend aus der Zeit von 1914 bis 1945 oder auch davor oder danach, wenn interessant für mich und wenn das Material gut ist. Das ist zum Beispiel ein Panzerkettenbolzen von einem Panzerkampfwagen 2 aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Bodenfund und das erkennt man ihm auch an. Er hat Macken. Das Messer ist nachher auch nicht so glatt poliert wie die normalen Messer, die ihr kennt aus dem Handel. Meine Messer sind wie ich. Die haben Ecken und Kanten, sind aber perfekt für den Zweck, wo sie gebaut sind. Und um mich zu entlasten natürlich, habe ich mir einen Federhammer zugelegt, den habe ich Brutus getauft. Der ist noch älter wie ich, aber der ist auch, ich muss sagen, besser in Schuss. Die haben früher einfach Handwerk gebaut. Also die haben einfach eine bessere Qualität gehabt früher. Das kann man nicht abstreiten, diese Materialien werden heute so nicht mehr in dieser Art und Weise gebaut. Und mittels Brutus bin ich jetzt auch in der Lage, Küchenmesser aus Panzerstahl zu fertigen, was früher nicht so einfach ging, nur unter immensem Verschleiß meiner Schultern. Jetzt geht das eben einfacher. Ihr könnt diese Flachstähle aus Panzerstählen auch bei mir im Shop erwerben, natürlich je nach Vorrat. Weil sowas gibt es immer nur in gewisser Anzahl, man kann ja sowas dann einfach irgendwo kaufen, sondern sowas muss man recherchieren. Ich habe da sehr viel mit Sammlern und so weiter zu tun. Die Leute kennen mich natürlich und wissen, dass ich ernsthaft damit umgehe. Ich mache jetzt nicht irgendein Larifari, sondern ich nehme das sehr ernst. Hier zum Beispiel habt ihr ein Bajonett aus dem Ersten Weltkrieg. Ist noch ziemlich guten Schuss eigentlich. Ne? Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, ob ich es restauriere
oder ob ich es umbaue zu einem Outdoor-Messer. Die Sammler werden jetzt die Nase rümpfen, sowas macht man nicht. Doch, ich mache sowas schon, weil sowas ist noch relativ häufig. Das kann man machen. Jeder wie er möchte. Anders sah das bei diesem Bajonett aus. Das war ein Bajonett aus dem Zweiten Weltkrieg und war ein richtiger Bodenfund. Das heißt, war bis zur Blutrinne oben total zerfressen. Ich habe das alles wegschneiden müssen, habe das händisch runtergeschmiedet und habe ein Outdoor-Messer draus gebaut. Das heißt, das ist ein Messer, wo ihr mit in die Berge nehmen könnt oder wo auch immer, könnt ihr euer Brotzeit mitmachen. Und ihr habt ein geschichtsträchtiges Messer in der Hand. Man darf nicht vergessen, wofür dieses Bajonett gebaut war, sondern es war eine Notwaffe zum Töten. Man hat es gebaut zum Töten. Und jetzt habe ich einen friedlichen Gegenstand daraus gemacht. Ja, ein Messer ist ein friedlicher Gegenstand. Der Mensch ist der Böse, nicht das Messer. Ja, gegen das Vergessen, dem Grauen, das einst daraus entsprang. Seit meiner frühesten Jugend beschäftige ich mich mit Geschichte, Erster und Zweiter Weltkrieg vorwiegend, habe viele Zeitzeugen befragt, habe mich immer damit beschäftigt. In diesem Prozess bin ich immer noch ganz tief drin, wird auch nie beendet sein für mich. Ja, ist einfach für mich eine ganz wichtige Sache. Das ist kein Messer für irgendwelche Spinner, sondern für ernsthafte Menschen, ja, die auch in der Lage sind zu denken. Oder hier, Küchenmesser aus Panzerstahl. In dem Fall ist die Klinge vom Panzerkampfwagen 2. Der Griff ist aus Riegelahorn, das teuerste Holz Europas ist, wird meist von den Geigenbauern verwendet. Hier vorne ist noch Nussbaum. Hier was ganz Besonderes: 30.000 Jahre altes Hirschgeweih. Ist ziemlich spröde, wenn man es findet. Kommt ja aus Deutschland, kommt denn von woanders? Wird von mir in der selbstgebauten Anlage unter Vakuum stabilisiert mit Epoxidharz im vorderen Bereich mit Schlehe. Und die Klinge ist aus einem Bruchfragment von einem MG 151, was das Bordgeschütz eines deutschen Kampfbombers war im Zweiten Weltkrieg. Also ihr seht, energiereich geladenes Messer. Weil wie gesagt, auch andere Schnitte sind möglich, je nachdem, was jemand möchte. Man muss keinen historischen Stahl verwenden, man kann, man muss nicht. Dann habe ich hier noch zur Erklärung. Das ist zum Beispiel Mammutelfenbein. Aber jetzt nicht so typische Sachen, wie man das in Jakutien findet, aus dem Permafrostboden, sondern das lag in Deutschland Jahrtausende unter der Erde, in der Erde. Ist dadurch anders zu bearbeiten, aber eben von hier. Hat eine ganz andere Färbung, kann man wunderschöne Sachen draus machen. Wie zum Beispiel so ein Anhänger, stilisierter Amboss in Verbindung mit Mooreiche, kann man als Anhänger tragen. Oder hier noch ein besonderes Stück, das ist Gagat. Gagat ist fossiles Holz, welches sich im Stadium zwischen Braunkohle und Steinkohle befindet. Ist hervorragend geeignet für die Schmuckherstellung, zum Beispiel hier. Gagat in Verbindung mit Holz. Wunderschön für Schmuck. Ist jetzt nicht so geeignet für Messergriffe, da es doch ziemlich spröde sein kann, wenn man es fallen lässt. Aber für Schmuck durchaus geeignet. Früher hat man daraus Trauerschmuck gemacht. Und wer mit sowas bewandert ist, weiß ja, dass man für Trauerschmuck schon was genommen hat, wo Kräfte hat. Oder hier, was ganz Besonderes, habe ich auch noch nicht so oft gehabt, sind Ventile von einem Zündapp-Wehrmachtsgespann aus dem Zweiten Weltkrieg. Den vorderen Teller werde ich zu Schmuck verarbeiten und aus dem hinteren Teil wird es feinste Schnitzmesser geben. Ganz besonderes Material. Eine Besonderheit in Zukunft, ein Standbein neben meinen Schmiedekursen und meinem Messerverkauf soll natürlich das Messerschleifen beinhalten. Denn wer Messer baut, der kann auch Messer schleifen, der weiß ja, wie es geht. Und ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass ich ein Profi bin, was das betrifft. Ja, nicht irgendjemand, sondern ich weiß, wie sowas geht und ich habe hochwertige Werkzeuge. Zum Beispiel hier Wellenschliffscheiben. Jede Wellenzahnung braucht ihre eigene Scheibe. Diese kostet viel Geld. Das habe ich investiert und das muss ich jetzt natürlich irgendwie reinholen. Darum bitte ich euch, wenn ihr jemanden kennt, der eine Imbissbude hat, in ein Restaurant, einen Dönerladen, ein Hotel, in einen Laden, wo er Messer, Küchenmesser verkauft, Küchenbedarf. Da kommen oft Leute hin, die wollen ihr Messer geschliffen haben und so weiter. Erzählt ihn doch von mir. Ihr kennt da einen, der Blechern Alex, das ist ein ganz besonderer Handwerker aus dem Ostallgäu.
Ich mache das fachmännisch und flexibel. Mit mir kann man reden. Zum Beispiel Samstag schließt die Gaststätte, öffnet am Montag. Da kann man ja vielleicht sonntags die Messer alle schleifen. Und montags hat man wieder vorrätig. Natürlich eine Absprache. Sowas geht mit mir. Ich bin ja kein Discounter, sondern ich bin Handwerker. Und da lege ich auch Augenmerk drauf. Die besonderen Messer, dafür bin ich der Spezialist. Ja? Was mir auch eine Angelegenheit ist, bin ich froh, dass ich jetzt sowas auch wieder mache. Da hört übrigens mein Name her. Alle fragen mich immer, warum heißt denn der Eiserne Alex? Warum heißt denn der Blecherne Alex? Eben, weil ich mit sowas angefangen habe. Ich habe angefangen, vor zig Jahren, Tiere aus Blech zu machen. Tiere, Blumen, Echsen, Schlangen, stilisierte Sittiche, so wie der hier und so weiter. Schmuck für Gräber und so weiter. Kann ich euch machen, mache ich jetzt auch wieder, damit ich auch mal eine Abwechslung habe. Das ist zum Beispiel ein stilisierter Nymphensittich aus 2 mm Blech, per Hand geschmiedet aus mehreren Teilen und erst nach dem Schmieden, plastischen Ausschmieden zusammengesetzt. Oder hier eine Rose. Für den Innen- oder für den Außenbereich, je nachdem, wofür ihr möchtet. Das sind Sachen, die sind nicht mit Edelrost behandelt oder irgend sowas. So ein Edelrost erreicht man mit Säure. Das entspricht aber nicht meinen Grundsätzen vom ehrenvollen Umgang mit Materialien und der Natur. Sondern es entsteht eine natürliche Patina. Und wenn man das hat, die dauert natürlich länger. Wenn man das nicht möchte, kann man lackieren oder ölen. Das sind Sachen, die sind für die Generation gebaut, nicht für kurzlebigen Zeitgeist, der überall gerade vorherrscht. Da will ich ja der Gegenpol sein. Ihr habt jetzt allerhand gesehen, wie gesagt, der Schwerpunkt ist auf Messerverkauf, Schmiedekurse, Messerrestaurierung und Schleifservice. Auch Felle stehen zum Verkauf von einheimischen Tieren, Schafe, Ziegen, Dachse und so weiter. Bei diesen Tieren war ich beim Schlachten dabei, habe die selber abgezogen, konserviert, bis ich sie zum Gerben gebracht habe, holen sie wieder zurück. Und sowas kann man dann einfach nur verscherbeln. Sondern das braucht sein Geld, damit der ehrenvolle Umgang herrscht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein Fell irgendwo aus dem Ostblock oder was kostet weniger, wie bei uns schon das Gerben kostet. Das muss man sich überlegen, ob man sowas kauft. Man muss, die jetzige Zeit zeigt uns, dass man die Augen aufmachen muss. Man muss schauen, was kaufe ich und wo kaufe ich. Unterstützt die regionalen Handwerker, Leute wie mich oder auch andere in anderen Branchen, Holz und was weiß ich alles. Also ich habe euch jetzt einen Haufen gezeigt, habe euch gesagt, worum es geht. Und ich freue mich tierisch, dass ich ab morgen voll loslegen kann, denn bisher konnte ich nur Halbgas geben. Ich war mit dem Kopf immer woanders. Entweder war ich bei meinem Hauptjob oder bei meinem Hauptjob war ich bei meiner Nebentätigkeit und jetzt kann ich mich voll drauf konzentrieren. Und da freue ich mich tierisch drauf, ein Stück nochmal glaubhafter zu sein. Und auch wenn er jemand kennt, wo besondere Materialien hat, ob das Hölzer sind, Stähle, eine alte Kutschenfeder oder was auch immer, verweist ihn einfach an den Blecherner Alex. Ich kaufe auch Material an. Aus Deutschland oder auch von woanders, je nachdem, besondere Sachen. Ne? Sammelwürdige Sachen, wo es nur ganz wenige davon gibt, da bin ich der Mann für. Und sowas will ich erhalten. Ja? Irgendwann landet das im Schrott und ein Messer hat man vielleicht für immer und kann sagen, das ist da draus oder das ist aus einer Feile vom Opa oder was auch immer. Ne? Das ist mir extrem wichtig, die besonderen Materialien. Meine Seite habe ich umbauen lassen jetzt auf Englisch und es folgen noch Spanisch und Russisch, um den internationalen Markt zu erreichen, diese Militariersammler oder auch Leute, wo einfach Spaß an Messern haben und alles, was sie umgibt. Also ich freue mich auf eure Unterstützung und bin auch darauf angewiesen. Ich bin da wirklich darauf angewiesen, wie jeder Handwerker auf Unterstützung angewiesen ist in der heutigen Zeit. Also ich freue mich drauf und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und alles Gute und ihr werdet jetzt wieder öfter von mir hören, denn ich habe jetzt auch mehr Zeit. Meine Kurse liegen, ruhen ja momentan. Ihr kennt ja die Gründe. Corona, ich kann das Wort schon immer hören. Ich kann die Zeit jetzt nutzen, habe ich mir gedacht. Ich fülle meinen Job auf, habe ich mir gedacht, Anfang Dezember. Jetzt haue ich ein Messer raus. Ne? Und was passiert? Schneid mir ein Stück vom Daumen ab. Brauche euch nicht interessieren. Mich interessiert es jetzt auch nicht mehr. Es ist verheilt. Aber es hat mich ein paar Wochen gekostet. Und so ist immer irgendwas. Weil viele zu mir gesagt haben, die jetzige Zeit selbstständig machen, kannst du nicht machen. Den perfekten Zeitpunkt gibt es nie. Immer ist irgendwas, das wird jeder bestätigen können. Und ich habe lange darauf hingearbeitet und ich ziehe es jetzt durch und ich freue mich drauf. Also, bis dann, alles Gute und ein schönes Wochenende. Euer Blecherne Alex. Ciao.